Hi Leute, was zum Teufel ist zwischen Epic Games und Apple passiert? Das erkläre ich euch jetzt in diesem Video. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es darum, was jetzt eigentlich zwischen Apple und Epic Games los ist, warum ihr jetzt Fortnite bald nicht mehr auf euren Apple-Geräten zocken könnt. Und zwar ist es jetzt nämlich so, dass einfach Apple bei 1 Milliarde Geräten Fortnite gesperrt hat. Fortnite hat direkt darauf reagiert und hat hier diesen Trailer ins Netz gestellt, der momentan ununterbrochen auf dem offiziellen Fortnite-Channel von YouTube läuft und die gerade einige Streamer und einige YouTuber auch weiterteilen. Ich erkläre euch dieses Video dann auch gleich nochmal ganz genau. Wenn wir ein paar Informationen zusammengesammelt haben, dann verstehen wir auch diesen Trailer viel besser und dann gehe ich nochmal genau darauf ein. Aber das Wichtigste von dem ganzen Trailer lese ich euch jetzt schon mal vor. Epic Games hat dem Monopol des App Stores die Stirn geboten. Als Vergeltungsmaßnahme sperrt Apple Fortnite auf 1 Milliarde Geräte. Schließe dich dem Kampf an, damit 2020 kein 1984 wird. Free Fortnite. In den offiziellen News steht, dass Apple Fortnite in dem App Store jetzt blockiert hat. Der Grund ist, weil Epic Games jetzt dieses neue Zahle direkt über Epic Games eingeführt hat und Apple ist damit nicht einverstanden. Apple sagt immer, ihr müsst mir 30% bezahlen, wenn ihr irgendwas kauft über den App Store oder wenn ihr irgendwas auf einem Apple-Gerät kauft, irgendwelche Ingame-Sachen, ja, bekommt Apple immer 30%, was extrem viel ist. Fortnite bzw. Epic Games wollte jetzt den Weg gehen und wollte sagen, okay, gut, dann machen wir es nicht mehr über Apple, sondern ihr könnt im Spiel direkt über Epic Games kaufen. Das gefällt Apple nicht und deswegen sagt Apple, nee, da machen wir nicht mit und wir sperren jetzt einfach Fortnite auf 1 Milliarde Geräten, was einfach mega, mega krass ist und jetzt haben wir deswegen diesen heftigen Streit. Wir sollen uns jetzt auf die Seite von Epic Games stellen, sollen auf die Seite gehen, zum Beispiel auf Twitter von den App Stores und dort Free Fortnite posten, damit wir zeigen, okay, wir sind stark, wir sind eine Mehrheit, wir halten zusammen. Es geht hier um viel, viel mehr als nur um Fortnite und Epic Games, denn es ist so, dass Apple einfach bei jedem Entwickler, der irgendwie etwas im App Store hat, 30% nimmt für alle Einnahmen, was extrem viel ist. Das heißt, du hast dein Produkt, das zu 100% dein Produkt, hinter dem du stehst, das du machst, das deins ist, und dann nimmt einfach jemand nur, damit du es auf dieser Plattform downloaden kannst und nur damit die Leute das auf den Geräten downloaden können, 30% dafür. Ich sag nicht, dass Apple hier gar nichts dafür nehmen darf, ja, die stellen das ja zur Verfügung, die stellen den Store zur Verfügung, ja, die haben auch ihre Mitarbeiter und so weiter, ist alles okay, ja, wenn die 10-15% verlangen, ist alles okay, aber diese 30% sind einfach komplett überzogen und es ist auch eben so, dass jetzt Fortnite wirklich vor Gericht geht jetzt, also das sind 64 Seiten, unglaublich, die gehen vor Gericht, also die haben die angezeigt sozusagen und gehen Amerika jetzt gegen Apple vor Gericht wegen dieser Geschichte. Es ist eben so, dass wir jetzt überall 20% weniger zahlen für die V-Bucks auf den Konsolen, am PC, überall. Das Einzige, wer halt eben nicht mitzieht, ist eben Apple, weil du überall jetzt direkt über Epic Games zahlst. An der Konsole merkst du es gar nicht, da ist alles wie immer, du bist einfach im Spiel, kaufst deine V-Bucks und nur, dass die jetzt weniger kosten. Ja, auf dem Handy sieht das eben ein bisschen anders aus. Dadurch ist es jetzt definitiv so, dass du als Apple-User keine Season 4 zocken wirst. Das heißt, wenn jetzt Epic Games sich zum Beispiel darauf eingelassen hätte und sagt, okay, gut, dann tun wir das wieder weg bei Apple-Geräten, dann wäre es so, dass ihr überall 8 Euro zahlen würdet für zum Beispiel 1000 V-Bucks und nur bei Apple-Geräten nicht, nur bei Apple-Geräten würdet ihr 10 Euro bezahlen, ja. Wenn Epic Games sich jetzt darauf eingelassen hätte und hat gesagt, okay, dann tun wir die Funktion wieder weg bei Apple, dann wäre es so, dann müsstet ihr überall weniger zahlen, bei allen anderen Geräten, so wie es jetzt ist, und nur bei Apple würdet ihr die alten Preise zahlen oder sogar mehr, weil eben Apple hier diesen Aufschlag macht. Was können wir jetzt tun? Also wenn ihr jetzt wirklich am iPhone oder sowas zockt, werdet ihr nicht viel tun können. Ihr könnt momentan noch zocken, wenn ihr die aktuelle Version installiert habt, solange das Update 1340 live ist, so lange könnt ihr auch zocken. Also die Server sind jetzt nicht gesperrt oder sowas, ihr könnt das Spiel nach wie vor spielen, aber ihr werdet es nicht mehr updaten können. Dann wird das Ganze jetzt auch nochmal ein bisschen krasser. Fortnite hätte jetzt gesagt, okay, wenn ihr in der letzten Zeit Geld ausgegeben habt als iPhone-Spieler, das heißt, ihr habt euch V-Bucks gekauft, ihr könnt jetzt die nicht mehr ausgeben bald oder ihr könnt euch bald keine Skins mehr kaufen oder halt die Skins dann auch nutzen. Deswegen hätte Epic Games gesagt, okay, ihr könntet jetzt Geld zurückbekommen dafür, wir verstehen das, das ist unfair, aber auch hier ist Apple wieder am Start und sagt, nö, wir untersagen euch das, Epic Games, ihr dürft das nicht machen,
nicht über unsere Stores. Ihr müsst die Spieler, die was zurückbekommen wollen, die müssen direkt jetzt an Apple gehen und sich bei Apple direkt beschweren im Support. Da ist auch der Link. Ich verlinke euch das Ganze natürlich nochmal. Und dort könnt ihr dann versuchen, euer Geld zurückzubekommen, weil ihr sagt, okay, ich habe mir hier V-Bucks gekauft, aber ich kann sie ja bald nicht mehr verwenden. Wie geht das Ganze weiter? Wird es irgendwie eine Möglichkeit geben, dass ihr doch auf dem iPhone zocken könnt? Wie ist das Ganze? Sieht das Ganze mit Google und Android aus? Auch da wird es wahrscheinlich Einschränkungen geben, aber da wird es auf jeden Fall weiterhin Möglichkeiten geben, wie ihr Fortnite zocken könnt. Ich halte euch hier auf jeden Fall auf dem Laufenden und jetzt schauen wir uns nochmal gemeinsam den Trailer an. Und dann erkläre ich euch ein bisschen was dazu und dann werdet ihr den Trailer auch besser verstehen. Also wir sind hier in einem Raum und alle schauen hier Apple zu, wie Apple ansagt. Das ist der Diktator sozusagen, ja. Und die NoSkins sind alle Spieleentwickler, die alleine nicht mächtig genug sind, die einfach auf das hören, was Apple sagt und das akzeptieren, so wie es ist. Jetzt kommt Epic Games rein in Form von dem Farbbomber und versucht jetzt einfach hier das Ganze mal ins Rollen zu bringen und sich gegen Apple zu stellen und öffnet sozusagen auch den anderen Entwicklern die Augen nach dem Motto, gemeinsam sind wir stark, gemeinsam können wir hier gegen Apple vorgehen und können etwas ändern. Ja, und das ist eben das. Deswegen Free Fortnite, haut das überall raus. Das war's schon von mir. Haut rein und bis zum nächsten Mal, euer Kicks.